Okay. Hi und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ja, heute ist Mittwoch und ja, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ja, ich fange so an, dass ich dieses Videothema schon seit gefühlten 2 Jahren vor mir herschiebe und meine Mama mir immer wieder gesagt hat, das wäre doch ein gutes Thema, also das wäre doch ein tolles Thema. An Tagen, wo ich dann keine Themen gefunden habe oder das könntest du doch jetzt mal besprechen oder das solltest du den Leuten erzählen, das wäre vielleicht interessant. Und ich zu meiner Mama dann immer gesagt habe, ja, nein. Und ja, ich habe dann drüber nachgedacht und bin dann gestern auf den, also doch, eigentlich so am, lass mich mal ganz kurz darüber nachdenken, am Samstagabend, da bin ich dann auf die Lösung gekommen, warum ich dieses Thema schon so lange nicht, warum ich das so lange nicht irgendwie angesprochen habe oder irgendwie bearbeitet habe. Und der Grund dafür ist im Grunde eigentlich nur einer. Das ist eine meiner größten Ängste, die man sich vorstellen kann. Und wenn man so Ängste hat, dann kannst du ruhig durchlatschen, Mann. Dann will man die nicht bereden, dann will man am liebsten, dass die gar nicht existieren. Und man will, dass die sofort verschwinden und dass die am allerbesten nie jemand irgendwie dran ist oder dass jemand damit was zu tun hat oder dass jemand die sieht. Und ich... Wartet mal ganz kurz. Dann hier geht's weiter. Ja, mein heutiges Thema ist das Thema Wasser. Ja, Wasser und ich, wir sind keine Freunde. Und ich dachte, ich weiß gar nicht, wie ich dieses Thema anfangen soll, weil für mich ist Wasser einfach eines der schwierigsten Sachen der Welt. Also ich meine, ich trinke Getränke, Wasser, nasse Flüssigkeiten. Eigentlich ist es eher Nässe, könnte man sagen. Also, ich für mich, ich weiß nicht, wie es bei anderen Aspergern ist, ich muss sagen, wenn ich mit Wasser, also wenn mir tut Wasser einfach nur höllisch weh. Also wirklich, es ist so richtig schmerzhaft. Ich stell mir ungefähr so vor, wenn man sich ganz fies verbrennt und einem dann jemand auf dieses wunde Fleisch mit Nadeln sticht. So stelle ich mir, dass ich das anfühlen müsste vor, weil so fühlt sich für mich immer an, wenn ich irgendwo mit Wasser, wenn mich irgendwo Wasser berührt. Und es ist so, ich merke es auch anderweitig. Ich merke es anhand sowas von, dass plötzlich meine Motorik dann auch irgendwie hapert oder dass ich dann plötzlich Worte verdrehe, die ich normalerweise sehr oft benutze. Sowas wie, dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, dann werde ich nachher das Video abdrehen, wollte ich sagen, und habe ich gesagt, ich werde dann das Video weglaufen. Da habe ich mir auch gedacht, nee, das stimmt nicht. Oder sowas wie, Mama, bitte erschrick nicht, die Butter, die läuft gerade davon. Oder eigentlich wäre der Satz gewesen, Mama, erschrick nicht, die Butter, die ist da schon in der Pfanne drin. Ja, und solche Sachen. Oder dann sowas wie, dass ich, wenn ich mit Wasser in Berührung komme, dass ich dann wortwörtlich zu einer richtigen Salzsäule werde. Ich kann mich da nicht mehr bewegen. Und dann ist meistens so, dass ich dann wirklich nur noch ein Wort rausbekomme, nämlich was? Und das ist dann alles, was dann aus mir rauskommt. Mehr kriege ich dann nicht, weil ich einfach nicht mehr... Leo, schieb den Schuh einfach zur Seite. Entschuldigung. Ich dann einfach nicht mehr aus meinem Kopf rausbekomme, weil nicht mehr da drin ist. Und es ist dann auch so, dass je nachdem, wie viel es Wasser ist, also wenn ich jetzt zum Beispiel den Nieselregen habe, der tut weh, aber der ist noch erträglich. Wenn ich in die Badewanne steige, hui, da könnte ich jedes Mal erstmal heulen. Das ist wirklich... Ja, nicht die schönsten Momente der Welt. Oder auch wenn ich dusche. Ich bin einfach, weswegen ich auch mich tendenziell nicht oft wasche. Wenn einem etwas weh tut, dann tut man es nicht oft. Und es ist jetzt nicht so, dass ich ein Wörter sein will oder dass ich miefen will oder dass ich das irgendwie mache, weil ich wegen Bösartigkeit, sondern schlicht und ergreifend finde ich es total
unangenehm für mich, das ist Wasser zu ertragen oder auch nur diesen Gedanken am Wasser. Das ist für mich. Okay, Leo. Schon verstanden. Man will auch etwas Aufmerksamkeit. Oder nur diesen Gedanken, der zu haben, dass da jetzt was Wasseriges oder Nasses kommt. Wo ich allerdings für mich sagen muss, dass es tatsächlich die einzige Flüssigkeit weltweit ist, bei der es mir etwas weniger weh tut, ist Milch. Also wenn ich mir aus Versehen Milch auf den Körper schütte, dann tut es weniger weh bei mir, als wenn es jetzt ein Glas Wasser ist. Heute habe ich mir aus Versehen, ist mein Glas umgeflogen und ich hatte dann hier so einen riesen Fleck Wasser. Und dann habe ich meinen Papa, also wirklich, ich habe dann angerufen bei meiner Mutter, mein Papa unten, weil meine Mutter unten war und wir da über das Haustelefon telefonieren immer. Und dann hat mein Vater abgenommen und hat gefragt, was denn los ist. Und dann habe ich gesagt, dass ich Mom will. Ich war wirklich schon halb am Heulen, weil es einfach so weh getan hat und furchtbar war. Hat mein Vater gefragt, was denn los ist. Und habe ich gesagt, ich bin nass geworden. Und dann ist meine Mutter wirklich, entschuldigt, meine Mutter wird es auch nicht toll finden, sie ist vom Klo gerannt, um mich abzutrocknen, weil ich nicht mehr wusste, dass ich einfach nur das T-Shirt auch ausziehen kann. Da bin ich nicht mehr drauf gekommen. Geht alle durchs Bild, kein Problem. Das macht auch keinen Unterschied mehr. Ja, weil ich einfach nicht mehr wusste, dass der nächste logische Schritt ist, wenn du nass wirst am T-Shirt, dass du dann einfach das T-Shirt auch ausziehen kannst. Ich habe dann wirklich überlegt, wie werde ich wieder trocken? Und ich habe überlegt und überlegt und überlegt und ich bin nicht mehr drauf gekommen. Es war für mich dann wirklich wie so eine Blockade im Kopf drin. Und dann ist meine Mutter schnellstmöglich gekommen und hat mir mein Hemd ausgezogen und mich abgetrocknet. Und ja, und dann habe ich auch mal meiner Mutter einen Jenseits vorgeheult, weil es so weh getan hat. Und vor allem auch, weil ich dann jedes Mal wirklich, ich bin da wirklich gut darin, es zu verdrängen. Ich bin gut darin, es zu verdrängen, wie sehr es weh tut eigentlich. Und wie, dass es mir dann auch schon beim letzten Mal so weh getan hat. Da bin ich richtig gut drin. Und dann ist es jedes Mal für mich auf ein neues der große Schock nach dem Motto, ja holla, das tut ja weh. Also ich weiß immer so anhand von das, wenn es mit Nieselregen trifft oder so, dass es dann so, dass es halt nicht angenehm ist und dass es etwas wehtut, aber wenn ich dann zum Beispiel so richtig nass werde und es auch noch so in einem Moment, wo ich es nicht vorherkommen sehe, also wenn ich in die Badewanne gehe, ist weniger schlimm, als wenn ein Glas umfliegt und ich nass werde. Oder sowas wie, was ich auch nie leiden konnte, das habe ich schon in Schulzeiten gehasst, war, wenn irgendwer es total lustig fand, dich voll zu spritzen mit Wasserpistolen oder sowas. Das war für mich immer der absolute Albtraum. Und ich fand, ehrlich gesagt, man hätte mir alles antun können, aber das war für mich wahre Folter. Und mein Hase ist gerade so hochgesprungen. Bei dem Wort Folter. Und das Schlimmste für mich war daran wirklich immer so dieser Gedanke, dass ich weiß, dass egal wie ich es drehe und wende, egal was ich tue, und das ist ja heute noch der schlimmste Gedanke, irgendwann, irgendwie werde ich wieder nass. Und das ist so das Gemeine, weil es ist sowas, im Prinzip was Alltägliches. Es ist, du machst einen Wasserhahn auf und du hast nicht eine Sekunde nicht auf und schon platsch bist nass. Du trägst deine... Ja, das bin ich, Leo. Nicht irgendwas zum Wegknuffen. Du trägst immer schon Handschuhe, wirklich diese blöden weißen Plastikhandschuhe, um zu kochen, um Dinge zu schneiden, um einen Abwasch zu machen. Und dann hast du einmal in 50 Fällen ein Loch in diesen blöden Handschuh und dann ist auch schon die Geschichte wieder gegessen und dann steht auch wieder da und schreit nass. Du läufst durch eine Stadt und plötzlich fängt es an zu regnen. Und das ist dir dieses Gemeine, weil es eigentlich an sich das Natürlichste der Welt ist, wenn das Wasser irgendwie kommt. Und ich kann mir vorstellen, in einigen Ländern wären sie froh, es würde regnen. Aber ganz ehrlich, wenn ich eine Entscheidung treffen dürfte, heute, hier und jetzt, welche Sache ich am liebsten abschaffen würde, dann wäre es das Wasser nass ist.
Ich weiß, das klingt jetzt total. Ich hätte gern trockenes Wasser. Oder zumindest, dass Wasser nicht so weh tut. Das war so dieser Punkt, wo ich auch immer zu meiner Mom gesagt habe, als ich kleiner war und wie früher. Ich glaube, wir Asperger sind einfach, wir sind eine schlechte Laune der Natur. Wir sind einfach nur falsch konstruiert worden. Weil es kann doch nicht sein, dass wir keinen Lärm ertragen, keine Menschen, keine, dass wir mit den sozialen Interaktionen Probleme haben und dass uns auch noch Wasser wehtut. Gibt es eigentlich irgendwas, was da nicht schlecht dran ist? Und das habe ich dann, war eines der Punkte, wo ich mich auch am meisten fertig gemacht habe, als ich es entdeckt habe am Anfang. Da habe ich einfach immer und immer wieder, wenn ich in Nähe vom Wasser gekommen bin, Schmerzen gehabt. Und ich weiß nicht, wie es kam, aber ich bin nicht drauf gekommen, woran es liegt. Ich habe es dann immer auf die Situation geschoben, so nach dem Motto, vielleicht habe ich ja zu viel, war ich zu lange draußen, vielleicht habe ich zu viel gegessen, vielleicht dies, vielleicht das. Aber ich habe echt lange gebraucht, bis ich erkannt habe, dass es das Wasser ist, was mir wehtut. Und ich habe auch noch länger gebraucht zu erkennen, dass es an sich keine Möglichkeit gibt, da irgendwie langfristig drumherum zu kommen. Und ich würde euch jetzt so gerne Tipps geben nach dem Motto, ihr müsst bloß die richtige Atemtechnik haben, dann wird es schon und der Schmerz hört auf. Aber ich habe da nichts und ich kann euch auch keine Tipps geben. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, benutzt beim Spülen Plastikhandschuhe oder wenn ihr anderweitig mit Wasser in Berührung kommt. Habt immer irgendwen in eurer Nähe, der euch im Notfall aus nassen Klamotten retten kann. Und habt einen Notfallcode für nach dem Motto, es muss schnell gehen. Wir haben da 3x30. Das ist bei uns, wenn ich sage 3x30, dann weiß Mama, dass es eine Notsituation ist. Und wenn ihr sonst nichts wisst, mein Vater hat mir heute den Tipp gegeben, föhn's trocken. Also ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber ich bin in dem Moment einfach wirklich nur zu nass. Autsch! Sag mal, junger Mann, heute wollen wir viel Aufmerksamkeit. Nein. Ja, also ich weiß nicht, ob es funktioniert, habe es nicht testen können, weil ich zur Salzsäule direkt geworden bin. Aber ja, ihr könnt es ja mal bei euch probieren. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr macht, wenn ihr nass werdet oder so ungeplant nass. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben. Normalerweise würde ich jetzt die andere Hand nehmen, aber hier muss ich gerade den Hasen bespaßen. Ihr könnt mir aber auch gerne eine E-Mail an diebell.readmyoutlook.com schicken. Ich hoffe, dass ich dieses Thema einigermaßen gut für euch aufarbeiten konnte, weil ich weiß selbst nicht, was ich da genau sagen soll, weil es für mich eben eines der schwierigsten Teile daran ist. Und wie sagt man immer so gerne, wenn man das Problem hat, kann man es am schwersten beschreiben, wenn man es ja selber hat und für einen selbst ist die Normalität. Stimmt's mal? Ja. Gut, wir sehen uns dann am Freitag wieder. Ja, bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und werdet nicht nass. Ich hoffe, dass ich auch nicht nass werde. Bis dahin. Bis dann, ciao.